Ich habe jetzt gerade mal rumgeguckt noch, weiß jetzt nicht, ob das schon zum Gespräch gehört, aber auf der Landkarte, Ja. das ist schon dieses, ich teile es mal eben, also wo bei Urla sozusagen, ne? Genau. Ich würde gern Stefan Pohlit begrüßen, der fürs Klangforum ein Stück geschrieben hat, hochinteressantes und anspruchsvolles Stück, das zum Glück auch schon fertig ist, wo es auch schon Notenmaterial gibt und wo also tatsächlich auch sich mehrere Beteiligte schon darauf vorbereiten, auch durch Vorgespräche mit dem Komponisten. Das hier gehört jetzt auch im Grunde dazu. Für jemand, der nur aufs Plakat geguckt hat und noch gar nicht weiß, worum es geht. Der Titel ist ja schon nicht ganz ohne. Das scheint griechisch zu sein, vielleicht eine Transliteration. Was ist Klazomenai? So viel habe ich jetzt schon gehört. Wie würdest du es aussprechen, Stefan? Ja, das kommt drauf an. Also Klazomenai wäre die altgriechische wahrscheinlich korrekte Form, aber in römischer Zeit war das Klazomene und das ist auch so, wie das im Neugriechischen dann ausgesprochen wird heute. Ne? Also Klazomene latinisiert dann. Den Namen habe ich selbst, glaube ich, zum ersten Mal im Religionsunterricht gelesen, ne? Auf einer Karte von Kleinasien. Ach so, aber immerhin dieses, also das darf man ja nicht als Allgemeinbildung voraussetzen, außer wenn es einen schon interessiert. Es ist also ein Ort, das weiß spätestens jetzt jeder, es ist ein Ort und zwar in Griechenland oder in der Türkei. Ja, das ist politisch schwierig, das zu sagen, aber es ist in Kleinasien, das kulturell, zivilisatorisch natürlich zur griechischen Geschichte gehört, aber seit geraumer Zeit osmanisch und danach türkisch ist. Also heutzutage gehört es eben zur Türkei natürlich. Und es ist eben eine Stadt, die ursprünglich auf einer Insel also lag und der Landzunge entlang des Golfs von Izmir. Und wer ein bisschen die Geschichte des Altertums kennt, vielleicht über Herodot, der ist eigentlich mit den Namen dieser Städte ein bisschen vertraut, weil viele der umliegenden Städte gehörten zum Ionischen Städtebund und Klazomenai war eine dieser Städte. Ein großer historischer Kontext ist auf jeden Fall da, gerade in diesem Kulturraum. Genau. Wenn man das Stück sieht, wenn man in der Partitur blättert, bildet sich das auch ab in der Vielschichtigkeit der Texte, die du verwendest. Du bist da auch gewesen, ne? Der Ort ist nicht in der Schule im Atlas entdeckt und so, sondern du bist vielleicht mal den biografischen Exkurs vorab für diejenigen Zuschauerinnen, die dich nicht kennen schon. Du bist da auch gewesen, du hast sogar in der Türkei gelebt. Also 11 Jahre am Stück und davor eigentlich auch immer über längere Perioden. Und außerdem bin ich in der Pfalz aufgewachsen, also wie der Ernst Bloch, und zurzeit auch wieder in der Pfalz zurück. Und da schließt sich zumindest eine Art von Kreis. Vielleicht ist es nicht oder hoffentlich nicht der endgültige dieses Lebensganges. Aber du hast nicht in Klazomenai gelebt, sondern in der Stadt, in der Großstadt. Nein, nein, Okay. ich habe in der Großstadt gewohnt. Ich habe seit 2009 in keiner Stadt mehr gewohnt. Die Stadt reizt mich nicht sonderlich. Also ich war immer näher der Dorfkultur und nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Kleinstadt Urla wirklich noch von Dorfkultur geprägt ist, aber es ist doch landwirtschaftlich. Also heute vor allem neben der Olivenproduktion vor allem ja, mit Artischocken und natürlich auch den typischen Zitrusfrüchten und der typischen mediterranen Bebauung geprägt. Nein, also wir wollten nicht in Izmir wohnen. Wir waren davor also meine Frau und ich, wir lebten auf den Prinzeninseln vor Istanbul. Da habe ich 7 Jahre gelebt, seit 2009. Und aufgrund der Ereignisse, die uns zum, ja, mehr oder weniger zur Flucht zwangen, haben wir uns dann entschlossen, die Region von Istanbul zu verlassen und an die Ägäis zu ziehen. Professionell, beruflich war das eine ziemliche Pleite. Eine Möglichkeit, wieder zu arbeiten an einer Universität, war überhaupt nicht gegeben dort. Und wir haben dort also finanziell ziemlich in Not gelitten dann. Und Ja, aber du warst als Komponist Hochschullehrer gewesen ja, in schon längere Istanbul. Zeit und du hast
diesen längeren Aufenthalt in der Gegend von Urla natürlich nicht unreflektiert gelassen, sondern das findet man unter anderem in diesem Stück wieder auf die eine oder andere Weise. Du hast es ja zum Thema gemacht. Genau. Also das war, es ist für auch immer, ich habe das immer noch im Kopf, der Kontakt mit den Archäologen, das war ursprünglich ein, kam aus dem Wunsch, also ich wollte meinen zweiten Roman über diese Region schreiben und bin dann in Kontakt gekommen mit dem Archäologen Güven Bakır, der ist in der Türkei sehr bekannt, und zwar als Entdecker der ja, Olivenölmanufaktur von Klazomenai, also im Hafen von Urla befindet sich das. Und es ist tatsächlich also in der Archäologie ist das recht bekannt, recht bedeutend. Und ja, Güven Bakır war dann auch sehr offen. Ja, wir haben uns getroffen und haben uns über diese Sachen ausgetauscht. Und wir haben ja also eigentlich uns so oft getroffen, wie es dann noch möglich war. Und dann irgendwann im Frühjahr, ich glaube, es war im April 2018, kam dann die Nachricht, er sei gestorben. Ich weiß, es klang ja eben auch an, dass du auch Romane schreibst. Ein Roman wird jetzt demnächst veröffentlicht, auch habe ich, und zwar auf Türkisch. Ne, genau, auf Darf Türkisch. man das schon vorher erzählen, oder? Natürlich, natürlich. Allerdings mit Pseudonym, weil ich damit verschleiere, dass ich nicht Türke bin in der Türkei. Ja. Wird interessant sein zu beobachten, dann auch, ob das die Reaktion beeinflusst und Ich wie. habe einfach sehr viele Erfahrungen gemacht. Auch als Komponist war das so. Ich habe ja in der Türkei als Komponist nie die Ambition gehabt, dort aufgeführt zu werden. Ich habe das auch nicht sonderlich ernst genommen, die Möglichkeiten dort, auch in das Publikum nicht. Und ist es eigentlich auch nie, fast nie zur Aufführung gekommen. Das hat allerdings den Nachteil gehabt in Europa, dass man den Eindruck hatte, ja, von dem wird ja dort nichts gespielt, dann ist er kein guter Komponist. Ne? Ja, ich hab nicht versucht, in der Türkei irgendwie mich als Komponist zu etablieren. Das war für mich ein Ort, an dem ich leben wollte. Das war eine gewählte Heimat und es war nicht mehr die zweite. Und das war aber für mich also irgendwie bin ich immer noch dort. Ne? Es war auch nicht mein Ziel, jetzt hier in diese alte Heimat zurückzukommen. Aber das Stück Klazomenai reflektiert natürlich schon über diese Dinge. Es geht schon um diese Ortsbestimmung. Und Kleinasien, das war immer etwas in der Schule, im Geschichtsunterricht, ich habe auch Religionsunterricht erwähnt. Da waren diese Orte, auch diese Karten, die Geschichten von den ersten Philosophen, das war immer irgendwie, also das ist ein Thema, das wir alle kennen aus der Schule. Für mich war das hatte einerseits etwas Geheimnisvolles, etwas Faszinierendes, andererseits etwas kaum Vorstellbares. Ja, aber auch wahrscheinlich in Bezug darauf, dass diese Orte tatsächlich noch existieren. Ne? Für uns ist es sehr leicht zu sagen, das alte Athen, das alte Kreta, als irgendein quasi fiktiver Ort. Aber wenn man in dem Kulturraum dort lebt, sind es ja gleichzeitig auch reale Orte. Entschuldigung, wenn ich das, ist es Anaxagoras? Ein Philosoph kommt auch vor, ne? Genau, ja. In einem deiner Texte sozusagen offene. Ich muss dazu sagen, also wir hatten auch über meine Frau, wir hatten Verwandte in der Region, also das ist das antike Didyman, also in Didim heißt das heute auf Türkisch, und noch viel weiter südlich in Datça. Und ich hatte die Gelegenheit, auch teilweise mit meiner Frau, hauptsächlich alleine, die sehr, sehr viel von dieser ionischen Welt zu der Zeit noch zu besuchen. Ich hatte sehr bald diesen Wunsch, also ich hätte nicht gedacht, dass ich nach den Prinzeninseln noch mal so eine Art von, sagen wir, mystischer Beziehung zu einem Ort aufbauen könnte. Das ist aber dann doch geschehen dort. Und es war dann der Wunsch, also mein Siegel sozusagen, also der Region oder mich jetzt von dieser Region mitzunehmen und daraus Kunst zu machen. Ne? Und dann hat sich durch den Kontakt mit den Bakirs, mit Güven Bakır und seiner Frau,
Ja, habe ich dann einfach mehr über Klazomenai gelesen, erfahren. Ich habe diese Bibliografie durchforstet, die also nicht nur zur antiken Zeit gehört natürlich, sondern es gab von Reise bis zu Reiseschriftstellerinnen und Schriftstellern der Neuzeit natürlich, ne, bis ins 19. 20. Jahrhundert gab es sehr, sehr viel Berichte darüber, weil ich hatte immer noch im Kopf, ich wollte einen Roman schreiben, der in den 70er Jahren spielt, und zwar zur Zeit der Entdeckung dieser Olivenölmanufaktur, ne? Das war 1979. Ja. Und ich habe deswegen auch sehr viel recherchiert über die 70er Jahre, also im Sozialmilieu, ne? Einfach, also bei den Bauern und so. Ich habe überall nachgefragt, wie das die verschiedenen Orte aussahen zu der Zeit. Und ich habe so ziemlich alles mir angesehen, auch an religiösen Stätten. Es gibt da sehr, sehr viel von den Aleviten, von den Muslimen. Es gibt natürlich von den Griechen alles Mögliche. Wobei, was die Griechen betrifft, da niemand da war, der was erzählen konnte. Da musste ich dann selbst weiter irgendwie forschen, ne? Auch einen griechischen Archäologen 1922, der als erster in Klazomenai gegraben hat, der hieß Economos. Und auf den hat sich der, auf den, auf dessen Arbeit hat Güven Bakır aufgebaut, auch dort. Das persische Imperium spielt ja auch noch eine Rolle bei der Textzusammenstellung, glaube ich, oder bei der historischen Konstellation, die da entsteht. Kleinasien war persisch lange Zeit, das kennen wir aus den Historien von Herodot. Also ich habe versucht, die Texte, die antiken Texte, die Vorlagen in einen Zusammenhang zu bringen natürlich. Und ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit Mythologie, also nicht nur mit der Theorie von Mythologie, wie zum Beispiel durch die Lektüre von Claude Lévi-Strauss, also durch den Strukturalismus, sondern auch wirklich mit der Mythologie selber, also vor allem mit dem Alten und dem Neuen Testament und mit der ganzen platonischen Literatur. Und es ging ursprünglich natürlich für mich erstmal um die musikalische Symbolik, die da drin steckt, also die Arithmetik, die auch in der Bibel überall zu finden ist, ne? Also ich meine, man kann die ganz viele Dinge da auf harmonisch-akustische Probleme zurückführen. Nicht, dass das die einzige Bedeutungsebene sei, es ist mehr so, dass offenkundig die damaligen initiierten Schreiber diese Mythologie in eine Art von Kleid präsentiert haben. Das ist diese, man könnte fast sagen, eine Art harmonisches Gewand, ne? Also das sind diese akustischen Phänomene und Verhältnisse, die rein mathematisch auch schon funktionieren. Der Musiktheoretiker Ernest Maclean hat deswegen auch behauptet, dass die gesamte altertümliche Literatur gar keine Mythologie sei, sondern eine mathematische Metapher, ne? Und ich würde da nicht so weit gehen, das ist Quatsch, also meiner Meinung nach. Aber also er hat die Hauptarbeit geleistet, was die Entdeckung dieser und auch Auswertung dieser harmonischen Beziehung in der altertümlichen Mythologie betrifft. Ja, dass dieses Umkleiden der Erzählung oder der mythologischen Ebene, hat das für dich in deinem kompositorischen Denken auch schon eine Rolle gespielt, zum Beispiel beim Komponieren dieses Stückes? Also gibt es da, jetzt mal naiv gefragt, es gibt eine Frauenstimme, ne, ein Mezzosopran, der Texte singen kann, das andere sind Instrumente. Wird der transportierte Text sich auf einer anderen Ebene bewegen als die instrumentale Begleitung, oder ist das nicht so weit getrennt? Nein, es ist nicht so getrennt. Also es ist schwierig, also genau das abzugrenzen, fällt mir schwer. Es ist natürlich keine Programmmusik oder so etwas, ne? Aber es gibt durchaus schon eine gewisse Dimension der Ausdeutung der Musik, ne? Allerdings das Verhältnis zwischen Textbedeutung und Klang tendiert eher in die Richtung der Makarmusik. Und das ist auch in Großformal ist das schon sichtbar an dem Aufbau des Stückes. Ne? Das ist aufgebaut wie ein osmanisches Peschref, also
Wie eine, also das ist eine bedeutende, eine eigentlich die wichtigste osmanische größere Kompositionsform, wobei auch groß, das heißt, das waren Stücke, die gingen höchstens so 5 Minuten normalerweise. Ja, also Makam ist sowas wie ein Modus, ne? Ja, genau. Es hat noch ein bisschen mehr wie auch ein Raga vielleicht. Damit kann man es auch vergleichen. Aber es ist nicht so, dass man, das ist keine Makam-Musik, die ich hier geschrieben habe. Ne? Das war wirklich, es ist eher eine spekulative Annäherung an die arithmetische Tradition Kleinasiens. Ja. Aber es ist trotzdem, ich bin ja selbst irgendwie, also Julien Jalaluddin Weiss, mit dem ich in Istanbul zusammengearbeitet habe, der hat immer von sich selbst gesprochen als moi en tant qu'Arabe. Und ich würde dann moi en tant que Türk wahrscheinlich sagen, ne? Also dass bestimmte Orientalisierungen in meiner Biografie und in meiner Arbeit natürlich irgendwie auch sich inkarniert haben in meiner Komposition, in meinem Kompositionsprozess. Ne? Ja, also auch Und in der Materialverwendung, aber du versuchst ja. ja jetzt keine alte Musik zu schreiben in dem Der Sinne. griechischen Musik, weil wir wissen ja so wenig darüber. Und abgesehen davon wäre das einstimmige Musik. Also es ist natürlich eher so, dass ich hier, also von da ist es tatsächlich Utopie, ne? Also da wären wir dann auch bei unserem Ernst Bloch. Ja. Und es ist allerdings eine andere Form von Utopie als die gängige, sagen wir mal vielleicht. Also ich meine, soll ich das ein bisschen weiter ausführen? Gerne. Also erstmal haben wir das Problem, dass also die Widerstände gegen diese Art von Musik sind erheblich gewesen in meiner Biografie. Also in den letzten 20 Jahren. Einerseits sind die wahrscheinlich daher gekommen, dass ich mal zum Islam konvertiert bin. Ja, also die waren eher außermusikalisch motiviert, dass die Leute sich einfach meine Musik nicht ansehen wollten. Andererseits ist natürlich diese mikrotonale Musik immer noch sehr schwierig, sehr schwer für Ensembles, ne? Und im Orchester ist sie so gut wie unmöglich, also bis auf sehr einfache Sachen wie Vierteltöne. Aufgrund der Differenziertheit, die man dazu bräuchte wahrscheinlich, ne? Und Ja, die Koordination, die wird auch uns noch Probleme bringen natürlich, ne? Also es ist auch nicht so, dass ich das leicht nehme, sondern das hat mir schon die ein oder andere schlaflose Nacht beschert und das wird es wohl jetzt auch in Richtung, wenn wir uns dem Konzert nähern, noch öfter tun. Vielleicht werden die Proben aber dann auch so gut laufen, dass ich wieder. Und ich wage mal vorzugreifen, wahrscheinlich wird das nicht unbedingt deswegen schwierig sein, weil es mathematisch konstruiert klingt, sondern wahrscheinlich wird es sogar im Detail frei klingen, aber du hast natürlich genau organisiert, was da passiert. Und dass es in dieser Freiheit auch eine Ordnung gibt, die komponiert ist. Genau, also das ist, da ist sehr viel Organisation und ja, Kenntnis, sagen wir mal, auch Intuition ist ein schlechtes Wort, aber ich würde es einfach mal so, in der Alltagssprache würde man Intuition sagen, aber das stimmt natürlich nicht eigentlich im Detail, ne? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, intuitive Kenntnis der Harmonik und das ist natürlich etwas, was ich mir im Laufe von vielen Jahren selbst antrainiert habe. Ne? Ja. Aber es geht weniger um das Problem meines Gehörs, sondern um das ganz technische Problem, dass wir natürlich dann es schaffen müssen, auch wirklich unisono zusammenzuspielen an manchen Passagen. Ne? Und das kann koordinatorisch, wird das noch Probleme bringen. Ne? Ja, ich blende hier Partiturausschnitte ein, auf denen man zum Beispiel die kleinen angemerkten Intonationsabweichungen sieht, in Zentabweichungen, also 100 Zent pro Halbton nach unserem westlichen Tonsystem, die man also bis auf die einstellige Abweichungen auch hören kann und auch entsprechend intonieren kann. Es ist nur nicht gerade das, was man normalerweise in seinem Studium lernt. Und es ist auch nicht das, womit man in der Instrumentalpraxis normalerweise beschäftigt ist. Das wird also ein interessanter Einstudierungsprozess sein. Und es hat sich jetzt auch schon gezeigt bei deinem Vorgespräch mit Walter Nussbaum, mit dem Dirigenten, dass
das auch für einen Dirigenten nicht intuitiv erfassbar ist, was wie zusammengehört und welche Akkorde sich ergeben. So wie man das bei traditionellerer Harmonik oder der Harmonik im Kanon der westlichen kompositorischen Entwicklung schneller erkennen würde. Ja, das liegt daran, dass die Notation natürlich sich noch nicht so durchgesetzt hat. Das ist die Helmholtz-Ellis-Notation von Marc Sabbat und Wolfgang von Schweinitz. Für die habe ich mich vor relativ kurzer Zeit entschieden. Das war vor 5 Jahren, glaube ich, ja. Und die hat sehr viele organisatorische Probleme in meinen Partituren gelöst. Gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass ich diese Notation als Standard durchsetzen wird international für die Notation dieser Art von Musik, also in reiner Stimmung. Und erstmal ist natürlich die Notation, die Helmholtz-Ellis-Notation ist dadurch auch eine Stellungnahme zur Theorie von musikalischer Geschichte und im Grunde auch von musikalischer Utopie, weil wir nämlich davon ausgehen, dass sich dieses Tonempfinden, das wir aus der tonalen Musik kennen, weiterentwickelt. Ne? Das heißt, die Utopie liegt darin, dass es gibt eine Kontinuität, die geht von aus dem ambrosianischen Gesang bis heute weiter. Die wurde aber unterbrochen durch diese atonale Musik natürlich auch im 20. Jahrhundert. Das soll nicht heißen, dass die atonale Musik irgendwie verkehrt sei oder so weiter. Das hat alles seine Bedeutung, aber der Strang der Musikgeschichte, an dem ich weiterarbeite, ist eben dieser andere. Das ist der auf der reinen Stimmung beziehungsweise auf der wirklichen Herkunft der musikalischen Intervalle und der Tonsysteme beruht. Ne? Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, neulich in der Folkwang-Universität, da habe ich einen Kurs für Mikrotonalität geleitet im vergangenen Wintersemester. Das war schwierig. Also am Anfang haben wir Wischnegradzki gemacht, da ging es um Vierteltonmusik auf dem Klavier. Das war noch recht einfach zu erklären. Aber dann sind wir zu dieser Helmholtz-Notation gekommen, irgendwann. Also wir haben natürlich mit Vorbereitung über Harry Partsch und Ben Johnston und so weiter. Es war bis zum Schluss war es einigen Studierenden nicht zu erklären, dass die Töne nicht natürlich diese 100 Cent, also diese Klavierstimmung sind. Also es war im Grunde die meisten Komponistinnen und Komponisten heutzutage, die man jetzt unterrichtet an der Hochschule, die kommen mit diesem Verständnis, das ist so eine Art von wie am Computer mit der Maustaste. Ne? Also als würden die Töne so aus dem Supermarkt kommen. Die kommen einfach eben von dort. Ich habe eine bestimmte Tonhöhe, die ich bestelle, und dann kriege ich die so. Ne? Aber warum diese Tonabstände so sind und warum wir bestimmte Dinge damit empfinden, ja, die meisten von denen empfinden das vielleicht auch gar nicht mehr. Ne? Also diese Verbindungen, diese Verbindung ist gekappt. Da ist natürlich sehr viel Schaden angerichtet worden auch. Ne? Also in der Es Sicht. ist, ja, es ist auch nicht so leicht zurückzudrehen, diese Entwicklung, ne? Also wenn jemand heute gewohnt ist, dass das Tonsystem dadurch definiert ist, dass die Software des Digitalpianos so programmiert ist, dass man allenfalls noch vorgegebene Abweichungen dazu programmieren kann, dann ist der Weg zurück sehr weit. Jetzt gibt es natürlich auch die praktischen Intonationsfragen in einem Ensemble aus hochspezialisierten Musikern, wie wir es hier haben. Da hast du aber auch natürlich aus auch pragmatischer Erfahrung heraus, nehme ich an, du unterscheidest ein bisschen, wenn ich mich recht erinnere, steht im Vorwort, dass das Horn und die Harfe eher stabilisierende Funktion haben in der Intonation und die anderen Instrumente weiter abweichen oder noch komplexere Intonationssysteme benutzen. Das ist es natürlich bei der Harfe ist es einleuchtend für den Zuhörer, weil auch klar ist, wenn die einmal gestimmt ist, dann wird die
Harfenistin, der Harfenist während des Konzerts nicht mehr so viel an den Tonhöhen verändern können. Beim Horn ist es jetzt aber noch anders. Ich habe gesehen, du schreibst ziemlich ausführlich, wie der Hornist oder die Hornistin in unserem Fall sich auf dieses Intonationssystem vorbereiten soll. Es ist wahrscheinlich für einen Hornisten, wenn er das liest, gar nicht so schwierig, weil er mit solchen Fragen wie Naturtönen, Intervallen, die in der natürlichen, in der Obertonreihe sind, reinen Intervallen, viel zu tun hat. Aber von der Realität eines Klavierspielers zum Beispiel ist das schon relativ weit weg. Ja. Ja, man kann aber die Rolle der Blechblasinstrumente mit dieser reinen Stimmung, ich weiß nicht genau, wer das erfunden hat, aber es ist sehr prominent eben bei Marc Sabbat und Wolfgang von Schweinitz und insbesondere durch die Arbeit von Marc Sabbat. Die Erfindung dieses reingestimmten, also sagen wir das Naturventil-Blechblasinstruments, ne? Und das geschieht dadurch, dass die Ventile einzeln reingestimmt werden. Das ist relativ einfach möglich und dadurch die Ventilkombination, die Obertöne, hat man dann Möglichkeiten, die wiederum aufeinander abzustimmen. Ne? Also normalerweise sind die Instrumente auch dafür, ja, die sind im Grunde schon dafür ausgerichtet, wenn man, je mehr Ventile gegriffen werden, umso mehr Abweichungen gibt es sowieso auf dem Instrument. Und deswegen gibt es ja auch dann Stimmzüge, mit denen man dann ausziehen, beim dritten Ventil zum Beispiel auf der Trompete oder so, ne? Also die man dann ausziehen kann, um das zu hoch, also die zu hohe Intonation wieder auszugleichen. Und was wir jetzt hier machen, ist, dass wir nicht ausgleichen. Das heißt, wir bleiben in der reinen Stimmung und die Person, die Instrumentalistin, der Instrumentalist muss nur lernen, dann wirklich rein zu intonieren. Aber ist es auch richtig, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wir haben ja das Stück alle noch nicht im Zusammenhang gehört, aber wenn ich mir vorstelle, ist es so, dass in deiner Kompositionstechnik für dieses Stück mehrere Systeme auch ineinander greifen? Also dass ein Reichtum dadurch entsteht, dass du, sagen wir mal zum Beispiel, die Perspektive der Hornistin, die sich in einer Reihe oder in verschiedenen Naturtonreihen bewegt oder auf der Grundlage intoniert, dass die nicht unbedingt im selben System spielt wie die anderen Instrumente zur selben Zeit? Oder ist das Ach so, immer, gibt es eine Skala ein sozusagen? Leuchtturm, Ja, ja. jetzt gibt es eine Skala fürs ganze Ah, Stück, okay. in der sich alle gemeinsam bewegen oder variieren. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Meine Musik, ich betrachte und erkläre meine Musik ja auch als systemkritisch. Und es gibt kein System. Ne? Das ist also das, wenn wir von einem System sprechen, gibt hier in meiner Musik kein System. Schon der erste Fehler, Es gibt nur die Natur. Und diese Natur ist aber unendlich. Das heißt, wir sind nicht mehr in diesen geschlossenen Tonsystemen, die man in vielen Traditionen findet, ne? Und das kann man durchaus auch erkennen, weil man kann es vergleichen mit einer Hinwendung von der Religion zur Spiritualität, ne? Es ist ganz ähnlich. Wir haben ja auch zwischen diesen Tonsystemen und der Musiktradition und den religiösen Traditionen eines Landes, die kann man immer parallel betrachten, die sind da irgendwie. Und wir kommen hier in eine Öffnung hin zu etwas Universalerem, ja. Und das heißt, die Verhältnisse, die sich dann aus den Akkorden entwickeln, das ist frei in der reinen Stimmung. Diese Dinge entwickeln sich und sind natürlich gebunden schon an die Akustik und also an die darin liegende Mathematik, dass eben einfachere Schwingungsverhältnisse konsonanter sind als dissonante, dass sie auch so empfunden werden. Es gibt auch die Physiologie unseres Hörens, die damit zusammenhängt. Deswegen brauchen wir keine Systeme mehr. Wir brauchen also nicht mehr diesen Komponisten des 20. Jahrhunderts oder der Nachkriegszeit, der also hier kommt mit seinem Konzept und die Welt durch dieses Konzept erklären will. Ne? Ja, das hatte durchaus totalitäre Züge natürlich auch, wenn man an die Nachkriegsavantgarde denkt. Also irgendwie solipsistisch und klar, über diese Zusammenhänge können wir jetzt wenig reden. Aber es gibt natürlich etwas Geopolitisches darin, nämlich also das Verhältnis zwischen dieser lokalen, kleinen, selbstorganisierten Kultur, dieser griechischen
Kultur, also dieser Dörfer und kleinere Städte, die sich zu Bünden zusammenschließen und dem Imperium, das dann innen aufgepfropft wird mit Ja. den Persern. Ne? Und das Imperium an sich ist natürlich auch, es gibt ja in der Zusammenstellung der Texte gibt es keine Wertung. Ne? Ich sage nicht, der ist böse, die sind gut oder so. Ne? Das würde auch meiner Rolle als Komponist nicht gerecht. Ich kann nur Dinge nebeneinander stellen, in Beziehung bringen, wie Akkorde. Ne? Ich kann sie also wie in Kadenzen zusammenschließen und diese Verhältnisse erforschen, beziehungsweise gar nicht erforschen, sondern einfach auflösen nach den ihnen innewohnenden Prozessen. Ne? Und diese Analyse, das Intellektuelle, das überlasse ich dann dem Publikum. Ja, man müsste ergänzen, wer sich damit noch näher beschäftigen möchte. Du hast den größeren Aufsatz Das schwarze Loch, Modernismus und globale Vernichtung, ich blende es dann mal ein, in Musiktexte veröffentlicht, 2019, der diesen Zusammenhang, glaube ich, ein bisschen weiter ausführt, den du jetzt angesprochen hast. Also da geht es durchaus auch um ein Umdenken in der, also auch in der Fortschrittsidee. Oder ein Wegkommen von der Fortschrittsidee und der Industrialisierung der Entwicklungen, wie sie ja in der Musikgeschichte auch bis in die Gegenwart noch prägend war, selbst in der Geschichte der Avantgarde-Musik, im Begriff der Avantgarde. Und jetzt gibt es natürlich auch dank der Anregung solcher philosophischen Richtungen oder Denkansätze wie dem von Ernst Bloch da auch die Suche nach Alternativen oder nicht systematischen, nicht vor allem nicht alternativlosen Entwicklungslinien, sondern Ja. eben auch nach Entwicklungen, die viele Alternativen gleichzeitig bieten und wo eben die Nicht-Systematik den größten Reichtum bedeutet. Ja, und genau, also ich meine, wenn wir von Bloch reden, hier beziehe ich mich vielleicht doch auf die heutige Zeit, die Frage stellen, inwieweit die heutige Kunst, das stelle ich ja in Frage in dem Aufsatz Das schwarze Loch, inwieweit die heutige Kunst überhaupt die heutige bürgerliche Gesellschaft noch kritisiert. Oder ist sie einfach gefangen in einem generalkapitalistischen System, in dieser Polarität, die ich als digital bezeichne, bringe ich in Verbindung mit dem Digitalen. Ne? Also das Digitale, das kennt eben nur Eins und Null, an und aus, beziehungsweise die Gegenseite und die eigene Seite. Aber das Leben selbst ist natürlich nie so einfach. Und es führt dann zu einer zerstörerischen Radikalisierung, die wir heute beobachten können. Ne? Also Und die uns natürlich auch mit höherer Ironie auch noch durch die Pandemie vor Augen geführt wird. Es ist ja kein Bloch-Zitat oder sowas in deinem Stück, sondern die Philosophen oder die Autoren sind älter, deren Texte man da hört. ja. Aber du hast eben den Zusammenhang schon ein bisschen erklärt. Auch ich fand dieses im Zusammenhang mit so einem Stück, was auch sich auf einen Ort bezieht und gleichzeitig eine Utopie darstellt oder vermittelt, gibt es dieses schöne Zitat am Ende des Prinzips Hoffnung von Bloch, wirklich das Ende des ganzen Werkes, wo er nämlich sagt, die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch, hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet. So entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Heimat ist das letzte Wort da. Gut, ja, da Ist war es. dieser Ort für dich auch ist das ein Heimatort, dadurch, dass du ihn auch in ein Werk überführt hast? Ja, es ist eine, glaube ich, eine gewählte Heimat, ja. Ja. Es ist natürlich eine utopische Heimat. Und ich glaube, in der Klangwelt der Musik, also diese sehr feine, mikrotonale Harmonik, die also wieder wie die frühere Harmonik aufeinander hört, wo jeder Ton wichtig ist und wie er sich auflöst und wie er weitergeht und so, aber gleichzeitig alles im Zusammenhang wieder stehen muss und auch viel beweglicher ist, sich in jedem Moment irgendwohin wenden könnte, theoretisch, ne? In mehr Dimensionen als früher auch. Ne?
Das ist natürlich meine utopische Heimat. die aber auch nicht von selbst stabil ist. Das sind ja alles auch Akkorde, wo jede einzelne Intonationstrübung oder Veränderung, auch wenn man es gar nicht bewerten will, das Ganze verändert. Also es kommt schon auf alle Einzelstimmen an. Im Gegensatz zum Beispiel einem Orchesterwerk, wo ja viele Stimmen auch einander nur verdoppeln oder unterstützen. Es gibt Phänomene wie Zauberei in dem Stück natürlich, weil es gibt an manchen Stellen sind eben kleine, um die Praktikabilität zu erhöhen, sind winzige mikrotonale Unterschiede manchmal gelöscht. Und es ist auch nicht das Ziel dieser Musik, dass man jetzt eine neue Art von Religion schafft, also eine Art von Purismus, was die Reinheit der Intervalle betrifft. Das ist ja an sich schon eine Art von Faschismus. Also, sondern es geht hier um dieses lebendige Miteinander, wo die Dinge so aufeinander zu sich anziehen. Es ist mehr eine Art von Magnetismus, von Mobiles, die sich bewegen. Ne? Und das ist natürlich ein soziales Miteinander. Ne? Und meine Utopie ist ja anthroposophisch, also und ist auch sehr viel von der Spiritualität geprägt, von anderen Autoren auch natürlich. Und ich kann deswegen, also Bloch also bei aller Sympathie Bloch gegenüber, ist Bloch für mich natürlich dann nur eben ein Philosoph, vor dem ich meinen Hut Es ziehe. ist ja auch eine Philosophie mit einer starken sogar sozialpolitischen Komponente, die sicherlich auch mit den Zeitumständen zu tun hat, wann und wo sie entstanden ist. Es ist vielleicht auch marxistisch sogar in dem Sinne, dass wir haben ja hier die Sklavenhaltergesellschaft dargestellt, ne? Und es wird auch hier nichts beschönigt. Die Frauen sind nur am Rande erwähnt. Es gibt nur zwei, also die Frauen entweder als die eritreische Sibylla, die in ihrer Grotte ihre meistens düsteren Prophezeiungen von sich gibt, in also eine Art atavistische Form von Prophetin und daneben die Frauen der Stadt, die immerhin die Freiheit haben, sich zu weigern, ihre Haare abzuschneiden, um ein Seil zu knüpfen, damit sie die Männer diese Herakles-Statue auf dem Isthmus zwischen Chios und Erythraia an Land ziehen können. Ne? Wobei die Sklavinnen sich dann bereit erklärt haben und die wurden immerhin dann belohnt und dürfen. Also bis heute sagt eben der Geschichtsschreiber, das Heiligtum betreten, während die Frauen, die freien Frauen, die Bürgerinnen nicht das betreten dürfen. Ne? Das sind ist natürlich muss man sich, ich glaube, Auch die ein anekdotischer Kern in dem, was da erzählt wird, in den Texten. ja, es ist also, wir sind immer am Rande noch zur Mythologie. Wir sind noch in dieser hellseherischen Form der Weltanschauung. Ne? Und bei der eritreischen Sibylla ist das ja auch so. Ne? Also das ist noch diese eine Art alte Form von Initiation ja, oder von Intuition. Ne? Aber wir sind eben in dieser altgriechischen Welt, sind wir an einem Moment, wo Geist, Körper und Seele eins geworden sind. Und hier ist alles zusammen. Ne? Und in unserer Gesellschaft sind wir schon wieder dabei, uns von dort herauszubewegen. Also ein Teil davon, das ist die Digitalisierung, ist die Möglichkeit, dass wir überhaupt diese temperierten Intervalle auf dem Klavier, dass wir die als richtig wahrnehmen und dass wir damit Musik machen, obwohl sie eigentlich, wenn wir von reinem Materialismus sprechen würden, falsch sind. Ne? Das heißt, wir können schon diese Beziehung knüpfen dazu. Wir sind nicht wie die Griechen gezwungen, jedes einzelne Intervall ganz genau abzutragen auf der Saite und zu berechnen. Wenn das Intervall bei dem alten Griechen, wenn das Intervall ein bisschen falsch gestimmt ist, dann ist es nicht mehr dasselbe Intervall, dann ist es eine neue Proportion. Also egal wie kompliziert, das hat ein neuer Zahlenbruch ist dann dafür gefunden. Ne? Und so sehen wir das heute nicht mehr. Deswegen können wir auch ein Auge zudrücken bei 2 oder 3 Cent Unterschied. Ne? Aber das konnten die nicht. Ne? Deswegen stört uns das syntonische Komma nicht unbedingt, selbst wenn wir es hören, weil wir in dem temperierten System für den großen Teil der gegenwärtigen klassischen Musik einfach daran gewöhnt sind, dass eine Terz nicht rein ist, sondern temperiert, damit
eben Modulationen möglich sind. Aber da gehst du ja jetzt in eine größere Differenzierung rein und lässt das sozusagen auch hinter dir oder vor dir, also gehst einen anderen Weg. Das wird sehr spannend sein beim Hören. Aber das Ziel ist natürlich eine Art von Ökologie. Das ist die Utopie, also das ist der Wunsch natürlich, wo wir hin müssen. Und ich glaube, dass ich damit, wir haben über Beuys gesprochen zum Beispiel, ne? Oder über Edgar Reitz. Also, dass wir da, also das ist doch eine Art von, eine Art von grüner, einen Weg zurück zur Natur auf jeden Fall. Und das hat meine Musik, meine Art des Komponierens schon als Student sehr geprägt. Das war der Wunsch, etwas, wovon ich glaubte, dass ich es verloren hatte oder wo, was mir irgendwie fehlte, eine Art von Entfremdung vom Klang selber, ja, von den Tönen, wieder zu überbrücken und wieder dorthin zu finden, ja, und dabei meinen eigenen Stil zu finden natürlich auch. Dieser Stil war eben nicht geprägt von der Abgrenzung von der Natur, sondern ganz im Gegenteil, wird es von dem Zurück zur Natur.